Jo Leute, PlayFIFA for Fun heute wieder am Start. Diesmal mal eine Folge Call of Duty World of War Kosten Zombies auf der Map ILS Let's Go Home. Ja, das ist einer meiner Lieblingsmaps. Wie gesagt, eigentlich ist meine Lieblingsmaps. Hier in diesem Spiel gibt es ganz, ganz viele Maps, die könnt ihr euch einfach downloaden. Also ist wirklich einer der besten Spiele, die meiner Ansicht nach hier jemals rausgekommen sind. Vor allen Dingen in diesem Genre. Ja, dieser Zombie, der versucht uns zu bekommen. Klappt leider nicht. Hole ich mal hier die Barriere. Ja, draußen noch dieses Blut, wie ihr seht. Blutbad. Ist auch sehr schön animiert dafür, dass das nicht Call of Duty selbst gemacht hat, sondern einfach Leute, ihr könnt euch auch so eine Map erstellen, allerdings ihr braucht dafür Programmiererfahrungen und ich habe diese auch nicht, also das ist sehr, sehr schwer. Ja, wie ihr jetzt auch seht, hier kommen wir jetzt mal außen in das Gelände rein. Das ist auch sehr gut gelungen, muss man wirklich hier sagen. Ja, die Map ist eigentlich eine der etwas leichteren. Trotzdem sollte man sehr gut aufpassen, dass man nicht von hinten attackiert wird, weil sie ist an manchen Stellen sehr unübersichtlich. Ja, ich nehme mir dieses ganze Spiel hier mit Bandicam auf. Ja, das habe ich mir heute gedownloadet und habe mal gedacht, ich mache mal eine Folge auf dem PC. Hab da relativ wenig Erfahrung. Wenn ihr Tipps habt für mich, könnt ihr mir diese auch gerne sagen. Schreibt es in die Kommentare auf jeden Fall. Ja, ich hoffe, dass das hier euch so gefällt, dass das alles so in Ordnung ist und die Qualität auch einigermaßen okay ist. Weil, wie gesagt, ich habe sowas noch nie gemacht und habe auch auf dem PC jetzt keine Erfahrungen damit. Ich habe ja, wie gesagt, immer auf der PlayStation 4 alles aufgenommen. Ja, schaut es euch einfach an. Es werden zwei Parts. Das hier ist der erste. Ich warte auch immer etwas, bis die letzten Zombies sind. Weil, wenn man clever ist, kann man denen einfach eine Granate, also wenn es mehrere sind, Granaten vor die Nase werfen. Da werden diese zu Scroller und krabbeln dann auf dem Boden. Und sind dann deutlich langsamer. Und wenn dann nur noch dieser überlebt, könnt ihr euch Türen öffnen und euch etwas auf der Map umsehen. Das ist was sehr Praktisches. Werdet ihr auch noch sehen, wenn ich jetzt diese Möglichkeit nachher mal bekomme. Ja, ich kopiere noch diesen Link zu dieser Map in die Beschreibung. Könnt ihr einfach mal reinschauen. Wenn ihr das Spiel schon besitzt, müsst ihr euch diese Map auf jeden Fall downloaden. Mir macht sie großen Spaß. Es gibt auch noch andere große, großartige Maps, wie zum Beispiel die Simpsons Map. Die habe ich auch gesuchtet wie ein Blöder, aber da die ist eigentlich für Anfänger relativ schwierig. Vor allen Dingen, weil ich es nicht nur Ego-Shooter spiele. Ich spiele sehr oft FIFA und Rennspiele und bin da jetzt auch nicht so der Beste drin. Seht ihr vielleicht das hier auch. Ich brauche etwas lange hier, wenn man zielen muss. Schieße auch da mit so daneben. Diese doppelte Punktzahl ist auch gut, allerdings diese Items verschwinden immer nach 30 Sekunden. Kennt euch ja bestimmt die auch aus. Da der letzte Zombie sprintet immer, wie gesagt, und wenn der dann Scroller ist, dann sprintet er eben nicht. Das ist auch etwas sehr Gutes, finde ich. Denn der Schwierigkeitsgrad, der variiert und dann ist es natürlich auch schön, wenn es mal etwas schwieriger wird. Vor allen Dingen bei den hohen Runden, da geht es richtig übel ab. Also da sind die Zombies teilweise, ist man immer etwas schneller als die Zombies, aber die Zombies sind dann am Schluss etwa genauso schnell oder sogar schneller. Ja, ich hoffe, dass wir hier relativ hohe Welle erreichen. Eine hohe Welle erreichen. Und ja, das wird jetzt noch etwas nachladen. Sind auch unterschiedlich angezogen. Das gefällt mir auch sehr gut. Map, da gibt es auch schon etwas länger. Heißt, wie gesagt, ILS Let's Go Home.
könnt auch gerne in meine anderen Videos mal vorbeischauen und ein Abo dalassen, wenn das hier euch gefällt, was ich hier so mache. Ich spiele, wie gesagt, Autorennen, ich spiele auch gerne FIFA. Ja, ich werde auch noch ein paar Abenteuerspiele und Horrorspiele, habe ich ja auch schon ein paar Folgen von PT hochgeladen. Da werde ich auf jeden Fall noch mehr machen. Ich habe das zwischendurch auch mal unter Freunden durchgespielt gehabt. Und da werden auf jeden Fall auch noch ein paar Folgen kommen. Wie ihr seht, der letzte sprintet immer. Ja, jetzt öffne mal hier mal diese Tür hier. Das ist sehr praktisch. Weil dann kann man da auch noch rundlaufen, wenn man hier umzingelt wird. Und hier dieses Fahrzeug, was ihr da seht, wo immer wieder hier fahren tut. Wenn das euch berührt, seid ihr tot. Und bei den Zombies dasselbe. Also es ist eigentlich als Hilfe gedacht. Also auch eine gute Sache. Man muss nur aufpassen, dass man selbst nicht überfahren wird. Ja, ich denke mal, die Map da soll nach dem Krieg darstellen, wie das auch in den meisten Zombie-Teilen, also meisten Call of Duty Zombie-Maps ist. Und hier jetzt mal mittendurch. Granate, vielleicht werden sie Skola, dann kann ich euch das mal zeigen, bin hier so, ja, sind Skola geworden, das ist sehr gut, die lassen wir bis zum Ende überleben. Das ist eine gute Strategie. Wir haben sicherlich auch schon vorher Leute entdeckt. Ja, manchmal, wenn man daneben, naja, was die Zombies es nicht trifft, dann schlagen die ganz komisch auf einen ein. Also man hat gar keine Chance auszuweichen. Welche, wenn jetzt von beiden Seiten kommen, die ich im Prinzip gar nicht berühren können, passiert das dennoch. Da muss man sehr, sehr gut aufpassen in dem Spiel. Aber es macht richtig viel Spaß. Vor allen Dingen, ihr könnt dieses Spiel schon für 10 Euro erwerben. Beziehungsweise ihr müsst es euch bei Händlern bestellen, die Imports durchführen, weil in Zombie Mods gibt es nur auf der englischen, amerikanischen Version und nicht auf der deutschen. Das liegt auch daran, dass das für zu brutal gehalten wurde oder keine Ahnung. Ja, und deswegen ist das da nicht dabei. Aber das, wenn ihr die deutsche Version habt, geht es dennoch. Allerdings ist das sehr viel Arbeit mit dem Patchen. Die aktuelle Version ist Patch 1.7. Ja, leider können wir die Tür noch nicht aufmachen. Da hat doch gerade irgendwas gesprochen. Haben wir auch noch nicht frei. Ist doch eventuell eine Tür. Wo noch? 1250. So viel haben wir gerade nicht. Das ist sehr schade. Ich hoffe, dass ich lange genug überleben werde, dass ich alle Türen öffnen kann. Ansonsten werde ich sicherlich noch eine Folge drehen. Mir macht auf jeden Fall der Zombie-Mod hier sehr viel Spaß. Das ist sehr geil, weil man hat unendlich viele Maps. Man kann sich immer wieder jede Woche neue downloaden. Erstmal das Campgewehr. Yeah. Das Sniper. Das kostet dann Thompson. 1200. Kann man eventuell später sich kaufen. Ist auch ein Scroller draufgegangen. Ja, diese Scroller kann man jetzt im Prinzip alle killen. Oder höchstens einen überleben lassen. Ja, oder so. So, das war's jetzt auch mit dir der ersten Folge. Ciao, bis zum nächsten Mal.